Ja, nun ist es soweit. Eine neue Eilmeldung hier für uns Imker in Deutschland. Ich habe praktisch die Eilmeldung ganz druckfrisch aus meinem Drucker hier in den Händen. Es handelt sich hier nämlich um die Zulassung, um den Zulassungstext für das Verdampfen von Oxalsäurekristallin in Deutschland. Wer hätte das gedacht, dass ich mit dieser Mitteilung hier noch einmal aufwarten kann? Mit euch möchte ich ganz kurz diese Fachinformation, diesen Zulassungstext hier durchgehen. Ganz kurz nur die wichtigsten Punkte. Wenn wir zu diesem Thema noch einen Livestream machen wollen, am Wochenende vielleicht, würde sich ja anbieten, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare unterhalb dieses Videos. Dann gehen wir in einem Livestream nochmal näher darauf ein. Ja, tatsächlich, heute ist die Zulassung raus. Die Zulassung wurde heute veröffentlicht vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit über das Bundesinstitut für Arzneimittelprodukte und Medizinprodukte hier. Auf den Seiten kann man sich dieses herunterladen oder aber im imkerforum.nordbiene.de. Ich verlinke zu diesen Dokumenten unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Schaut da gerne rein, ladet euch dieses Dokument runter. Es sind einige Seiten zum Durchschauen. Und ist wichtig, was hier drin steht, teilweise sogar mit ganz großen Überraschungen für uns. Wir dürfen also demnächst verdampfen, Oxalsäurekristallin in Deutschland. Ja, es ist tatsächlich so. Es ist kein Märchen, es ist kein Ammenmärchen und auch kein Gerücht mehr. Und es ist Realität. Wir gucken uns ganz kurz an, womit wir hier verdampfen dürfen. Das finde ich doch sehr wichtig hier. Ja, womit dürfen wir also in Zukunft verdampfen? Es ist ein Produkt der Firma Andermatt Bioved aus der Schweiz. Viele von euch kennen die Firma hier. Das Produkt heißt in Deutschland, ist ganz wichtig, Varoxal 0,71 Gramm pro Gramm Pulver für den Bienenstock. In Österreich heißt das Produkt ein bisschen anders, dort nämlich Andermatt Varoxal 0,71 Gramm pro Gramm Pulver für den Bienenstock für Honigbienen. Wichtig zu wissen und auch wichtig zu unterscheiden, es gibt noch ein weiteres Produkt, das ist Varoxal ad us vet, nicht zu verwechseln damit, das ist ein anderes Produkt hier. So, was lesen wir hier auf Seite 3? Hier lesen wir die Art der Anwendung und der Dosierung und was fällt uns als allererstes auf? Dieses Produkt Varoxal 0,71, das verwenden wir sowohl fürs Verdampfen wie auch fürs Verträufeln im Sommer oder im Süden, als auch fürs Träufeln im Norden oder auch fürs Sprühen. Also ein Arzneimittel für vier verschiedene Anwendungsformen. Uns interessiert hier natürlich am meisten das Verdampfen. Dosierung ist angegeben, ein Beutel oder zwei Messlöffelchen. Und die große Frage war ja immer, welchen Verdampfer an sich, welches Verdampfungsgerät, welchen Sublimator dürfen wir hier verwenden? Und da gibt es eine weitere Überraschung. Hätte ich nicht vermutet, aber ist tatsächlich so. Wir dürfen hier tatsächlich das Verdampfungsgerät unserer Wahl verwenden. Es steht nämlich im Zulassungstext, es ist ein schwieriger Satz, ich versuche das nochmal. Für die Behandlung eines Volkes den gesamten Inhalt eines Beutels oder zwei Messlöffel des Tierarzneimittels in ein geeignetes Gerät zur Verdampfung, zum Beispiel Varox oder Varox-Eddy-Verdampfer geben. Punkt. Die Gebrauchsanweisungen des Geräteherstellers befolgen, das Flugloch nach der Behandlung für einige Zeit geschlossen halten, um Bienen am Verlassen des Bienenstockes zu hindern. Wir sehen also, wir sind hier in der Wahl des Gerätes völlig frei. Wir können den Varox oder den Varox-Eddy verwenden. Wir können den guten Sublimox verwenden, jeden anderen Oxamaten, jeden Pfännchenverdampfer hier. Die Wahl des Gerätes steht uns völlig frei. Egal, ob das Gerät aus Deutschland, aus Dänemark, aus Italien oder aus Ungarn stammt. Welch Freude und welch Überraschung. Wer hätte das gedacht, dass es so weit kommt? Wer hätte sich solch eine Entwicklung hier überhaupt in Deutschland vorstellen können, wo es bisher doch eben nur Bedenken gab hinsichtlich des Verdampfens von Oxalsäure? Mag da vielleicht mein Strafverfahren mit hineingespielt haben? Mag da vielleicht meine Öffentlichkeitsarbeit mit hineingespielt haben für die Verdampfung von Oxalsäure? Ich würde mich sehr freuen. Das wäre ja richtig toll. Da würde ich mich richtig freuen. Und ich glaube, ich mache mir heute aus diesem Anlass ein Bierchen auf. So,
Weiter geht's im Text. Wir haben hier noch ganz viel Text zum Träufeln und zum Träufeln und zum Sprühen. Wichtig sind hier noch die Regelungen zur Wartezeit fürs Honigernten. Da gibt's nämlich 0 Tage Wartezeit und eine Empfehlung, dass das Tierarzneimittel nicht während der Tracht angewendet werden soll. Es ist aber eine Empfehlung. Übrigens, die Behandlung von Wirtschaftsvölkern sollen ohne aufgesetzte Honigräume durchgeführt werden. Das ist ja klar. Das macht man ja so. So, Warnhinweise, Pharmakologie und so weiter. Oxalsäure wurde in der Hämolymphe und im Verdauungstrakt der Bienen nachgewiesen während des Verdampfens. Das habe ich auch feststellen können, wenn im Rahmen des Strafverfahrens hier, ich habe ja einige Völker ganz massiv behandelt, bis zu 10-mal hintereinander im Abstand von jeweils 3 bis 4 Tagen. Und das schlägt sich dann schon auf die Bienen nieder. Name des Zulassungsinhabers, das ist die Andermatt Biovet GmbH hier in Lörrach in Deutschland. Was haben wir noch? Ganz wichtig, wir haben hier ein Tierarzneimittel, das nicht der Verschreibungspflicht unterliegt. Und auf der allerletzten Seite für Deutschland ist dieses Tierarzneimittel frei verkäuflich. Offensichtlich noch nicht einmal apothekenpflichtig. Ja, dann haben wir noch weitere Zulassungsvorschriften, Zulassungsnormen. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Zur Beschaffenheit der äußeren Umhüllung, das ist geregelt. Dann haben wir die Angaben auf dem Behälter, die sind auch geregelt. Und dann haben wir die Packungsbeilage, die ist auch geregelt. Das ist dann der Beipackzettel hier. Hier steht nochmal genau drin, wie man dieses Medikament verwendet. Das haben wir eben schon kurz angerissen. Das können wir uns dann allerdings nochmal in einem Livestream anschauen und genauer durchgehen hier. Wenn ihr Lust dazu habt, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Fürs Verdampfen werden eben Messlöffel mitgeliefert, wenn das Medikament sich nicht in einem Beutelchen befindet. Ja, vielleicht noch der Hinweis, dieses Medikament, das wird vorgestellt auf der Eurobee Mitte November. Das ist die Fachmesse für Imkerinnen und Imker, die größte Fachmesse hier in Deutschland. Da wird das hier vorgestellt, natürlich als Verkaufsveranstaltung getarnt, damit wir auch den Varrox Eddy oder den Varrox Pfännchenverdampfer dort kaufen können. Jeder andere Verdampfer geht aber auch. Welch Freude, was bin ich froh, dass das hier zu dieser Entwicklung gekommen ist. Tja, meine lieben Bienenfreunde, das war's ganz kurz, ganz frisch aus der Druckerei, ganz frisch von der Zulassungsbehörde hier in Deutschland. Wir dürfen künftig, sobald das Medikament vorhanden ist, in Deutschland Oxalsäure ganz legal verdampfen. Und zwar nur mit diesem Medikament, bitte nicht mit technischer Oxalsäure, die wir sonst hier im Baumarkt oder im Imkerladen für Reinigungs- und für Desinfektionszwecke kaufen können. Ganz wichtig. Schönen Dank fürs Zuschauen. Ich warte auf eure Kommentare. Ich freue mich heute und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Kanal abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr kein weiteres Video zu solch wichtigen Themen hier. Wir wollen das seriös darstellen. Das habe ich hiermit gemacht. Wie gesagt, heute ist die Zulassung raus. Welch Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.